Noch einen kleinen Kern. Und das kann man jetzt die ganze Zeit machen, also das kann man echt eine ganze Weile sogar machen. Da oben ist nämlich noch ein Kern. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich würde die eigentlich theoretisch alle sammeln, weil das lohnt sich definitiv, das zu tun. Aber wie genau ich das jetzt tue, weiß ich nicht. Also, weil... ne? Warte mal, zwei muss ich noch sammeln. Ich würde gerne die... Also zwei wenigstens noch sammeln, damit ich mal einen kompletten Satz Kerne voll habe. Auch wenn jetzt auf mich geschossen wird, das ist mir gerade egal. Komm schon hoch. Ja, sehr gut. Ich werde mal gucken, wie man das hier am besten macht. So, da ist noch so ein Ding gewesen. Und wir springen mal darüber, weil da sind sowieso paar kleine Arschkekse, die mich beschießen. Ach, da unten ist der, guck mal. Da unten ist der Kern. Lass ich mich hier einfach fallen. Hopp. Und wir bekommen die Scherbe. Und wir bekommen einen kompletten neuen Batteriekern dazu. Was schon ziemlich gut ist. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und wie gesagt, später wird das dann sehr witzig, alles dann nochmal zu sammeln. Vor allem, wenn man schon ein paar gesammelt hat. Es wird ein bisschen schwierig, weil die dann zu finden, ist nicht ganz so einfach. Da. Ja, ich komme gleich zu euch. Meine Fresse, bleibt doch mal geschmeidig jetzt. So, warte mal. Jetzt muss ich 14 sammeln, ja, also man muss auch immer mehr sammeln. Lass mich kurz gucken. Ein Gegner von dem Gebäude stoßen und erledigen, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Dafür kriegt man natürlich auch Sachen. Aber gab es hier nicht sowas bei den... Nee. Ja, ich weiß nicht genau, wo das ist, aber irgendwo kann man, glaube ich, gucken, wie viel es insgesamt gibt. Die sind auch nicht unwichtig. Da kann man später Sachen finden. Deswegen ist das schon cool. Kann ich das schon benutzen? Nein. Ah, da komme ich nicht hin. Schade. Ich dachte, ich kann so weit springen, aber irgendwie nicht. Weg. Ups. Und wo schießen die denn, Mann? Ach, da drüben. Ah, die Backen, Junge. Au. Kleiner Saftsack. Später auch so ein Lichtbogen. Also wir haben schon später... Man hat schon coole Fähigkeiten, finde ich. Da haben sie sich echt was ausgedacht. Mit den Skills. Treffe ich den von hier überhaupt? Ich bin mir nicht so sicher. Ja gut, das kommt natürlich nicht an. Nee, ich treffe den gar nicht. Das ist voll doof. Hallo? Ach doch. Oh Gott, hier muss ich aufpassen, weil die kann ich auch alle komplett... Also ich kann die Tankstelle, glaube ich, komplett zerlegen. Ich werde das irgendwann mal machen, einfach so just for the lols, aber... Ja, das ist zu weit weg, ne? Die Reichweite müsste höher. So, aber was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben ein paar Hauptmissionen. Seltsame Signale, Blutspur, medizinischer Notfall. Wir werden da einfach mal ein bisschen nach und nach alles abgehen. Und eigentlich lohnt es sich halt währenddessen, während man so auf dem Weg ist, sich auch die ganzen Kerne zu holen. Ach, der ist da unten, guck mal. Der unten ist er. Ich würde da einmal... Alter, komm schon. Lass mich jetzt da reinspringen. Da geht doch, mein Gott. Also am Anfang gibt es noch richtig viele Kerne und später gibt es dann halt nicht mehr so viele Kerne, weil die alle aufgebraucht sind. Ach, die ist hier, oben auf dem Dach, alles klar, dann gehen wir mal hoch. Nebenmission stand da auch gerade im Text, gibt es natürlich auch. Da muss man halt immer gucken, wie man das am besten macht alles, ne? Schauen wir mal. Aber das wird schon. So. Na, dann fangen wir die mal an. Okay. Seltsame Signale. Ich empfange eine seltsame Störung von einem Dach in Ihrer Nähe. Gehen Sie der Sache umgehend auf den Grund. Wonach soll ich suchen? Gute Frage. Wahrscheinlich nach einer Art Sender. Rufen Sie an, wenn Sie vor Ort sind. Mhm. Na dann. Gut zu wissen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Aber ich glaube, das war so eine Art Satellitendingsbums. Da kannst du dann auch Sachen finden. War ich hier nicht schon gerade? Habe ich hier nicht einen Kern geholt? Ja. Muss ich auch sagen. Das ist nämlich die Satellitenschüssel. Da sind dann so eine Art Tonbänder drin. So. Gefunden.
Sieht aus wie ein tragbares Audiolaufwerk an einer Satellitenschüssel. Können Sie über Ihr Telefon zuhören? Es ist völlig unverständlich. Eine verschlüsselte Nachricht. Aber ich kann sie nicht knacken. Versuchen Sie, noch eine zu finden. Okay. So, die Audiolaufwerke können wir so auch finden. Das führt mich dann auch dahin. Man sieht ja dann, dass da so ein kleiner Radius, immer kleiner wird der Kreis, der zeigt mir dann, wo es ist. Und so finde ich die dann. So. Könnte da oben... Ne, da oben ist es noch nicht, aber in die Richtung ist trotzdem richtig. Hä? Wo ist denn der? Ach, der schießt vom Dach runter, meine Güte. So, du Sackgesicht. So, wo muss ich jetzt hin? Da hin, alles klar, wir kommen näher. Wir sind ganz nah dran. Weil die Farbe wird auch immer intensiver, je näher man wird. Jetzt halte ich doch mal hier irgendwo fest. Meine Fresse. Da, da oben muss es sein. Komm schon, halte dich da fest. Sehr gut. Na, ciao. Der, was? Was soll ich gerade sagen? Der hat es überlebt. Wie geht das denn, ey? Und hier ist noch ein Laufwerk. Hören Sie das? Genau wie vorher. Ich lasse die Signale durch ein Entschlüsselungsprogramm laufen. Es ist fast geschafft, aber ich brauche mehr Input. Suchen Sie noch eine Datei. Hm, natürlich. Mach ich doch total gerne. Ich glaube, es ist da drüben. Oh, die Fähigkeit brauche ich unbedingt, dass ich hier rauf so grinden kann. Das ist mega nice. Oh, scheiße. Oh. Da ist sie wohl. Beschützt von Reapern. Ach komm, geh weg. Arsch. Ich meine, das sind eh die Bösen. Die kann ich töten. Oh Gott, die sind aber hier ganz schön aggressiv. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Der hat ein Schild. Wir können es zum Glück relativ schnell heilen, indem wir einfach hier ein bisschen Strom wieder uns... oh Gott, ich wollte nicht runter. Ich muss mal kurz auf die Seite wechseln. Können die mich nämlich immerhin nicht mehr treffen. So. Ah, hat nicht gereicht, um ihn hier runter zu schießen. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Aber mach ist ja auch kein Problem, ne? Ist ja eigentlich gar kein Thema. So, hat der ein Schild? Ja, der hat ein Schild. Das heißt, den kriege ich so nicht. Warte kurz. So. Und dann machen wir mal den hier. Oh, fuck. Oh, fuck. Runter. Mal ganz kurz ein bisschen ausruhen, weil das hat doch ganz schön gezwirbelt. Ich bräuchte irgendwas Elektrisches, um mich mal kurz aufzu... Na, wobei, nee, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ja, komm her mit deinem komischen Schild. Ich glaube, der... Ist der jetzt weg? Kann ich gucken. Da. Kackbratzer. Frechheit. Wo ist denn das Ding jetzt? Ach, hier, neben dem Ding. Aha. Da haben wir's. Hört sich schon viel besser an. Das ist die letzte. Ein Moment. Okay, das sollte reichen. Ich lade den Entschlüsselungsalgorithmus auf Ihr Handy. Damit können Sie die Nachrichten hören. Kessel hat die Strahlenkugel gesprengt. Das Mistding hat 5 oder 6 Blocks mitgerissen und etliche getötet. Die Strahlenkugel lag im Krater, neben einem Jungen. Keine Ahnung, ob er tot war. Ich konnte nicht nachsehen. Werde mich irgendwo verstecken. Wenn jemand das hier hört, dann holt mich hier raus. Bitte, Sie müssen mich retten, bevor Kessler mich findet. Verstehen Sie irgendwas? Unglaublich. Es ist John.
über diese Dateien mit seinen Leuten kommuniziert haben. Wie bitte? Das heißt, dass es vermutlich noch mehr davon in der Stadt gibt. Sie müssen so viele wie möglich finden. Sie könnten uns verraten, wo die Strahlenkugel ist. Wenn ich John und die Strahlenkugel finde, bin ich raus, richtig? Ich kenne den Deal, Cole. Ich will nur sicher gehen. Gut. Es gibt 32 Stück. Das sage ich ihr jetzt einfach so, obwohl sie mich nicht hört, aber das ist mir egal. Die können wir alle finden, die werde ich so versuchen, nach und nach zu machen. Ah, guck mal, siehst du, die Stromversorgung der Stadt muss hergestellt werden. Dann haben wir auch weitere Audiolaufwerke. Also das ist halt viel, ich sag mal, viel Collectible-Scheiß, ja, also auch die ganzen Kerne und so. Das ist halt viel Sammelei, das dauert halt alles eine Weile und ich muss halt gucken, ob ich sie alle mache, weil, naja, es ist ja doch immer ein bisschen langwierig sowas, aber, naja, sie bringen mir halt was, ne? Also sie bringen mir echt viel, also zumindest die Kerne bringen mir richtig viel. Deswegen ist das immer gar nicht so doof, das zu machen. Mann, jetzt, ich hasse das, ne? Ich bin zu weit weg, ich muss die Reichweite unbedingt erhöhen. Er hatte das. Hat er nicht überlebt? Hat er das? Das ist ja unglaublich, ne? Jetzt hat die Backen. So, warum kann ich. Ich glaube, das kann ich erst nach der Krankenhausmission machen. Glaube ich zumindest. Dann kann ich die Leute heilen. So, warte mal. Welche ist jetzt welche? Das ist die Blutspur, genau. Ja, ist halt viel. Wie gerade schon gesagt, mit Sammeln verbunden. Das sind halt teilweise auch langwierige Sachen. Also wobei jetzt das natürlich keine echte Mission ist, sage ich mal, das Einsammeln von den ganzen Zeugs. Aber ich meine, das ist halt Erfahrung, die man halt nochmal bekommt, was ja nicht so schlecht ist. Ne? Ist zwar immer nicht viel, aber die Masse macht es ja dann doch. Und deswegen, ich muss halt einfach gucken, ob ich das mache. Warte mal. Geh mal weg. Hui. Tschüss. So, tiefer Fall, damit wir das Komplettziel natürlich auch erledigen können. Und da gibt es noch ganz andere tolle Geschichten. Also da gibt es richtig viel, was du machen kannst. Mensch, ach, auf dem Dach ist gar keiner. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich komme auf das Dach gar nicht so richtig rauf, ne? Mein Freund, du willst da nicht wirklich mir was in die Fresse schmeißen? Das kann ich nicht gutheißen. Warte mal, da ist einer. Ja, wobei, da komme ich nicht so einfach hin. Aber ich muss sowieso, ich will versuchen, nicht auf der Straße weiterzugehen, weil das ist immer ein bisschen gefährlich. Und hier haben wir noch ein paar Kerne. Also das wird ein bisschen, ich weiß ja noch nicht genau, also ich werde sammeln und dann irgendwann nicht sammeln und keine Ahnung, es wird halt ein bisschen konfus. Ich könnte natürlich sagen, oh, ich sammle erst alle Kerne und dann spiele ich weiter, aber das ist auch ein bisschen bescheuert. Deswegen, ich sammle so ein bisschen, ja, gucken wir einfach mal, ne? Es wird schon irgendwie. Man sieht relativ viele Gegner gerade hier, das gefällt mir nicht. Und hier haben wir noch, okay, dann gehe ich da natürlich hoch, da ist noch ein Laufwerk. Also es wird wahrscheinlich nicht ganz so strukturiert, ich versuche das mal ein bisschen strukturiert zu machen, bei vielen Sachen, weil das sonst mal vielleicht ein bisschen nervig ist. Aber hier werde ich das wohl nicht machen, hier werde ich halt einfach, ach, ich bin da, gut, dann sammle ich jetzt was. Ja? Wenn ich halt nicht da bin, ja gut, dann sammle ich halt nichts. Ja. Wo ist denn der? Au. Arsch. Geh weg. Guten Flug. Tschüss. So, wo ist denn die? Hä? Wo ist die? Ach, da unten. Ja gut. Dann halt hier runter, ne? Und noch ein Audiolaufwerk. Keine Ahnung, wie lange ich dort saß. Mindestens ein paar Stunden. Dann wurde der Sack entfernt und dieser Grobian stand vor mir. Mindestens 2 Meter groß und 400 Pfund schwer. Er meinte, er würde mich jetzt verprügeln. Und wenn er aufhören solle, müsse ich ihn mental dazu bringen. Dann schlug er mir ins Gesicht. Achso, das war schon okay. Also der gute Mann erzählt halt von seinen Erlebnissen. Nett. Boah, Alter, die gehen mir voll auf den Sack, wenn die mich beschießen, ne? Die kleinen Huren. Was ist denn los mit denen? Oh nein. So. 8 Stück noch. Ich muss da. Hä, warum laufe ich denn in die andere Richtung? Meine Fresse, haltet doch mal alle die Schnauze. Was ist denn los mit euch? Wo sind denn die? Ich sehe die leider. Ah, da.
Aber gut, das Blöde ist, ich habe jetzt, glaube ich, auch welche, also Zivilisten getroffen, aber hey. Ich kann ihnen leider noch nicht helfen. Ach, den sehe ich nicht, der ist mir egal jetzt. Oh, da sind direkt zwei Kerne. Das ist immer das Problem, ne? Direkt drei Kerne, sogar heilige Scheiße. Mal weg. Oh. Ja, das macht minimal natürlich auch schon was, dann. Wo? Ah, das Problem ist, ich sehe die manchmal nicht, die Leute. Obwohl die rot angezogen sind, also man sollte sie eigentlich sehen, mal hey. Manchmal sehe ich sie halt nicht. So. Sehr gut. Halt die Schnauze. Schwer fucking Held. Behandle mich so. Sei böse. So, hier haben wir noch eine weitere Scherbe. Ja, die würde ich eigentlich gerne haben. Dankeschön. Ich glaube, die anderen sind da oben, ne? Da und da, okay. So, die haben wir auch. Holen wir die anderen noch. Die sind ja gerade so schön in der Nähe. Oh, die Stone. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Wie hole ich die nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Doch, warte mal. Hier runter? Verdammt, ich will. Das manchmal, es ist manchmal schwierig zu treffen, aber geschafft ist geschafft. So, oh, wir haben hier auch ein weiteres Laufwerk. Das ist da. Okay. Aber egal, wir machen erstmal die Mission. Laufwerke gucken wir mal später. Ist das zu weit weg? Nein. Na komm. Na, geht doch. Tschüssi. Der ist zu weit weg? What? War der andere nicht weiter? Naja, gut. Okay, Moya. Was jetzt? Einer meiner Kontakte, ein Elektriker namens Brandon Carey, hat sich gestern nicht zurückgemeldet. Er ist sehr wichtig. Sie müssen ihn finden. Er wurde zuletzt in der Straße gegenüber Ihrem Standort gesehen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Oh, ich brauche wieder ein bisschen Strom. Ah, schwierig, schwierig hier immer alles, alles machen zu wollen. Aber gut, wir werden das mal ein bisschen konfus machen. Unkonfus, genau. Wir werden das ein bisschen Konfuzius machen. Und, ja, ja, mal gucken. Wobei, irgendwann werde ich auch nicht mehr weitersammeln. Also meistens ist das so, ich sammle ein bisschen, ne, wenigstens jetzt noch ein Kernchen oder so. Und irgendwann fange ich dann an, so alles zu sammeln. Vielleicht mache ich das hier auch so, keine Ahnung. Dass ich dann sage, okay, komm, jetzt sind wir soweit, ich sammle jetzt einfach alles zusammen. Ich weiß es nicht, ne, weil wir haben auch die ganzen Laufwerke und so immer. Schauen wir einfach mal, ne. Da drüben haben wir auch noch einen Kern, guck mal. Das ist Wahnsinn, ey. Wenn irgendwann sind die Kerne gesammelt, da gibt es keine mehr, dann haben wir das. Ich weiß, aber ich bin mir gerade mal nicht mal sicher, ob das wirklich nur 100 Stück waren. Ich glaube, das sind mehr als 100. So, das Ding ist hier. Hier irgendwo. Ach, da, guck mal. Aus Krankenhaus entlassen. Erster Auftrag. Installation und Konfiguration von Satellitenschüsseln in Empire City. Wozu die gut sind, wollte man mir nicht sagen. Da die Schüsseln ziemlich sicher sind, nutze ich sie als geheime Übergabepunkte. So, müsste eigentlich hier sein. Der Mann ist nicht hier, Moya. Nur eine tote Frau. Eine Frau? Ja. Das ergibt aber keinen Sinn. Moment mal. Untersuchung. Ich glaube, wir bekommen eine neue Fähigkeit. Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Wo bringen Sie ihn hin? Brandon!